Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zack und Wiggy, der Schatz von Babros German von mir um den Yoshi Tendo. Wir sind wieder hier beim Level die Drachenschuppe oder Drachenschuppen. Und ja, wir haben beim letzten Mal es vergeigt und dürfen jetzt hier nochmal von vorne beginnen. Ich bin wieder euer Yoshi Tendo. Vielen Dank, dass ihr geschaltet habt. Also, die Sache ist die, wir hatten letztens schon ein Brückenteil bekommen, haben es dann hier runtergeschleudert und dann waren wir wohl tot. Das war schade. Die Frage ist aber, was machen wir mit der Brücke? Die Sache ist, man kann die wohl aufnehmen. Kann ich damit vielleicht die Spinnen töten? Müssen wir mal ausprobieren. Aber erstmal mich hier wieder hoch, weil ich brauche das Ding erstmal wieder. So, hier hoch ging es ja nicht, ne? Nein, da geht's nicht hoch. Du gehst nur da hoch. Alles klar. So, das heißt, da mache ich hier nochmal den Schalter. Kann man nur nach vorne. Nach hinten kann ich nicht, ne? Ne, kann ich nicht. Alles klar, geht nur nach hinten. So, da können wir überspringen. So. Treppe runter. Und so. So, die Frage ist, kann ich von hier aus das Ding nehmen? Kann ich gar nicht. Ich kann es nur von da nehmen. Das ist ja doof. Okay. Ich muss hier irgendwie diese Kralle bekommen, aber wie? Wie bekomme ich diese Kralle da? Warum geht es hier auch nicht weiter? Das ist auch doof irgendwie. Also das Level hat fast alle Sterne außer ein, was Schwierigkeitsgrad angeht. Und das macht es eigentlich unbedingt leichter. Den Stein habe ich auch nicht haben, sonst greift es mich an, das blöde Vieh. Ich nehme nochmal die Brücke. So. Vielleicht nochmal die Brücke. Ah, ich kann, warte. Kann ich das Ding umdrehen? Kann ich nicht. Aber was war das denn? Oh, ich habe 1 gedrückt. Nein, da wollte ich doch gar nicht. Nein. Das, ihr habt mich gerufen. Nein, schon okay. Okay, mit 1 Knopf kann man Hilfe rufen. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber ich wollte eigentlich die Platte umdrehen. Okay, kann ich nicht. Ich möchte nicht umdrehen. Nee, der dreht sich da nicht um. Schade. Also ich kann halt hier leider nicht umdrehen. Aber ist hier unten irgendwie was? So, nein, okay. Ja. Kann ich damit vielleicht die Spinnen töten? Nein, darf ich nicht, weil die Platte dann einfach so weg ist. Okay. Ich kann es hier hinlegen. Aber andersrum, glaube ich. Keine Ahnung, glaube ich. Kann ich damit was machen mit der Platte? Ich kann die Platte oben lassen. Na, immerhin. Runterrutschen bringt nichts. Ja, ich muss das doch irgendwie drehen können. Aber ich krieg das nicht gedreht, die Platte. Das finde ich doof. Ja, jetzt kann ich das wieder nur dahin platzieren oder bringen wir halt auch nicht weiter. Ne, möchte ich doch gar nicht. Kann ich dir vorher sagen, wie du die Platte platzieren sollst? Ne, kannst du nicht. Nee, hier kann ich leider nicht platzieren. Nee, jetzt kann ich das auch nicht vorher. Ja, was mache ich denn hier mit? Was ist hier? Hier kommt schon wieder, glaube ich, die Kiste hin, wenn ich das richtig sehe. Wie komme ich hier an diese Kralle ran? Du hast hier irgendwas übersehen. Frage? Was? Warum ist hier eigentlich nichts? Weißt du, hier geht's hin? Hier ist nichts. Hier ist einfach mal ja nichts. Ich brauche diese Kralle. Frage ist, wie? Wie komme ich an diese Kralle? Da geht's halt nicht lang. Kann ich dich drehen, mein lieber Drache? Nein, das wollte ich gar nicht. Du kannst die gerne da lassen. Lass die Brücke da. Dankeschön. Lass die Brücke da. Dankeschön. So.
Kann ich dich drehen, mein lieber Drache? Nein, ich darf dich nur einsetzen. Ja, das ist ja toll. Ja. Hätte ich eine Säge, könnte ich das Ding absägen und könnte es vielleicht da irgendwie hinlegen. Keine Ahnung. Oder komme ich davon irgendwie ran? Kann ich hier Radau machen? Wie komme ich denn da an diese Kralle ran, Leute? Hier ist nochmal ein Schalter. Ich kann ihn wieder umlegen. Okay. Darauf muss man halt erstmal nochmal kommen, ne, dass man wieder umlegen muss. Aber das bringt uns jetzt erstmal wieder weiter. Das gefällt mir. So, das heißt, dann können wir jetzt hier rüber. Und jetzt auch die Kralle da auf dem Boden. Und die wollen wir ja auch haben. So, Kralle, komm her. So, komm her, meine gute Kralle. Raus damit. Oh, quietsch, quietsch, quietsch. Wunderbar. Nett. Damit haben wir eine Drachenklaue. Komisch, hat der eine goldene hat und die anderen sind aus Glas. Naja, ich frag dich nach. So, und mit der Drachenklaue können wir jetzt den guten Drachen ein Schweif geben. So, rein da steckt. Und jetzt kann ich es drehen. Aber, ach, ich kann damit jetzt zielen, ne, bestimmt. Ah, da kann ich jetzt die Spinnen töten. Komm schon. Wunderbar, sehr schön. Okay, sind die dann betäubt? Ah, da kann ich nichts sehen. Warte mal, dich möchte ich noch nicht umschießen, den Ball. Den Ball lasse ich mal noch erstmal lieber in Ruhe. So. Nein, ich möchte nicht die Brücke. Nein, oh, nein, nehme ich die Brücke. Nehme ich die Brücke. Oh, das Ding schießt aber weiter. Ich hätte es woanders hin platzieren sollen. Warte, 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 warte. Das ist uns gerade schlecht, weil ich da habe. Auch wenn es einen kleinen Delay hat, aber nee. Ich tu dich mal da so hin. Da wirst du schon. Nein, nicht dein. Okay. Ja, komm, dann tue ich dich mal da hin. So. Warten. Rüber. Gut. Also ich muss mir mal merken, da ist was. So, was kriege ich denn jetzt hier durch die Spinne? Was ist das denn? Ein Spinnenschläger. Okay. Weil ich damit anfangen kann, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das werden wir ja mal sehen. Oh Mann, da war schon wieder so viel Gold drin gewesen. Ein Spinnenschläger. Oh, damit können wir doch bestimmt Tennis spielen. Mit den Bällen, die da gerade die ganze Zeit kommen. Guck mal, da uns die Münzen. So, einmal so die hier. Dankeschön. So, da ist jetzt ein Totem. Okay. Den kann ich nicht besiegen. Ich kann da noch die Kugel reinschauen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist, da die Kugel schon reinzuballern. Ja. Ich habe einen Spinnenschläger. Damit könnte ich die Samen zurücksteuern, aber das ist halt ein bisschen schnell, mein Lieber. Ich versuche doch mal, was passiert, wenn ich da die Kugel hin tue. Nein, wir drehen, drehen, nein, drehen. Juhu. So, jetzt tue ich dich mal da an. Was passiert dann? Mal gucken. Kugel wird angeschubst. Okay, passiert noch gar nichts. Ich glaube, man soll die Kugel noch nicht anschubsen, deshalb haben die da so viele Versuche reingetan. Warte, dreh ich bitte um. So, wir gehen woanders hin, danke. Krieg ich da Kugel, die Kugel da hinten abgeschossen? Da hinten krieg ich doch bestimmt abgeschossen. Der neigt irgendwie mal gerne dazu. Da krieg ich doch. Okay, da passiert nichts. Jetzt mal ganz ohne Mist. Wir müssen ausprobieren, was passiert, wenn wir diese Kugel machen. So. Frage ist, aber ich glaube, das wird falsch sein. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Ich glaube, die sind sogar hier eigentlich lästig, die Kugeln in diesem Level. So, noch einen Schuss. Kugel ist immer noch da, die ist echt sehr hartnäckig, die Kugel. Okay, jetzt noch einen Schuss und sie ist unten. Bom. So, ist das gut oder schlecht, liebes Spiel? Sag es mir. Das sah, glaube ich, schlecht aus. Okay. Da hätte irgendwas hingemusst.
Okay. Tue ich erstmal wieder dahin. Ach, ich komme ja auch gar nicht lang, ne? Weil die mich ja hier schon vorher nervt, die Spinne. Ich dachte, ich komme jetzt hier so vorbei. Aber nein, das war nicht der Fall. Okay. Was mache ich jetzt mit einem Spinnenschläger? Ich meine, ich kann das hier machen. Autsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Okay, das geht doch nicht. Komm ich denn jetzt hier weiter? Ich habe einen Spinnenschläger. Hab einen Totem. Ich glaube, wir müssen aber nochmal einmal zurücksetzen, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Jetzt habe ich ja um Hilfe gebittet, ne? Bla bla bla. Um Hinweis, nein, Hinweis möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich nochmal zurücksetzen. Aber das lässt das Spiel mir nicht zu. Hey, da hinten ist ja noch was. Soll da hinten noch sein? Mal gucken. Lalalala. Ja, ach so, Kralle, schön. Habt ihr auch lieb, Spiel. Das ist echt knifflig. Oh, wir haben noch gar nichts erreicht in dem Part, ne? Alter Schwede. Das ist heftig. Ich dachte, wir kriegen das hier in dem Part, aber. Ui. Ich weiß schon, ja, wir müssen den runterfallen lassen. Hier runterrollen. So, nein, hier, mach doch mal. Den hier runterrollen lassen. Und dann irgendwie los. Nein, so. Warum geht denn das nicht? Ja, der muss so runter. Ich kann ihn aber nicht loslassen. Okay. Weil da jetzt die Spinnen im Weg sind. Aber warum sollte ich das da auch runterlassen? Ich meine, da ist irgendwie so eine Einkerbung drin, ne? Für was kriege ich denn einen Spinnenschläger? Wo gehst du hin? Weiß es nicht. Ist mir auch egal. Wo geht der hin? Oh. Für was bekomme ich hier einen Spinnenschläger? Ich glaube nur zur Verwirrung. Behaupte ich jetzt mal. Ich möchte dich jetzt erstmal gerne ablegen. Ich gehe jetzt einfach auf den Keks. Ja. Eigentlich muss ich den hier runterrollen lassen, aber für was ist die Frage? Oder soll ich doch nochmal hier die Brücke? Dann lasse ich da. Obwohl, da wird gar keinen Sinn ergeben. Ich mache jetzt mal Käse. Kann nicht richtig sein. Geht da auch nicht hin. Doch, oder? Ah, hier kann ich dir nichts mit anstellen. Die Frage ist, wenn ich jetzt noch die Kugel gehabt hätte, was hätte ich damit machen sollen? Möchte ich jetzt wirklich wieder meine Brücke wegschmeißen? Ich denke mal ja. Und los geht's. War schön mit dir, Brücke. Braucht ihn nicht mehr. Da ist auch eine Einkerbung drin. Ja. Kann ich dich jetzt hier drauf loslassen? Aber wir haben alles verbockt. Aber gut, ist halt dann so. Ja, ich kann dich aber nicht loslassen. Kann dich nicht loslassen. Das ist ärgerlich. Ich hätte den da runterfallen lassen müssen, glaube ich. Den da. Ja, okay. Wir müssen irgendwie zurücksetzen. Ich habe keine Ahnung, wie hier Spinne Gacken machen. Ah,
Alles klar, vielen Dank für den Spinnenbiss. Ja. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Platin-Ticker erwecke, Problem ist, wie weit kann ich jetzt zurückspulen, liebes Spiel? Gibst du mir einen guten... Die Zeit kann keinen Weg öffnen, der für immer geschlossen wurde. Ja, wir haben es nicht verbockt. Wir müssen nochmal von vorne starten. Aber Leute, nicht mehr in diesem Part. Ich weiß, wir haben jetzt in dem Part eigentlich gar nichts erreicht. Es tut mir sehr leid, aber das kommt halt nun auch mal vor. Und ja, wir machen es im nächsten Part, würde ich sagen. Dann würde ich vorschlagen, Leute, was hier ist ein Part von Let's Play Zack und Wiki, der Schatz von Barbaros. Hier ist mal auch wieder bei und bis dahin. Sei ich dann, schau, euer Ninjashi, Dendo. Oh, schade. Gehabt euch wohl. Joa.